Hi Leute, hier ist LineGamer1 und ich begrüße euch herzlich zum nächsten Teil von Let's Play Microsoft Flight Simulator X. Im letzten Teil sind wir von München nach Kingston geflogen. Ich hatte gesagt, ja, dass die Flughäfen in Deutschland nicht alle so eigene Namen haben. Also es gibt ja viele Flughäfen, die haben jetzt nicht so eigene Namen. Manche haben noch so besondere Namen, jetzt nicht nur den Namen der Stadt, zu dem sie gehören, sondern auch so besondere. Da hatte ich gesagt, München hat keinen besonderen, soweit ich weiß, aber der Flughafen heißt, glaube ich, Franz Josef Strauß Flughafen. Franz Josef Strauß, also der Name von dem Münchner Flughafen. Ja, heute geht's von Venedig nach Innsbruck. Die Landung in Innsbruck kann ein bisschen kompliziert werden, oder zumindest glaube ich, sie wird ein bisschen zu kompliziert. Dazu genaueres, aber wenn wir in der Luft sind, wir fliegen heute von Venedig, wie schon gesagt, Venedig Tessera, der ECIA-Code, das ist dieser Code, den ihr da oben immer eingeben könnt, wenn ihr den Flughafen auswählt, ist LIPZ. Genaueres zum Flughafen sage ich auch nochmal, wenn wir in der Luft sind. Das werde ich jetzt immer machen, dass ich zum Flughafen und wenn es noch was Besonderes am Flughafen ist, werde ich immer dazu noch was sagen. Wir stehen hier auf der 4R. Die Landebahn hat 3300 Meter, ist 3,3 Kilometer lang. In Innsbruck ist sie leider 1300 Kilometer dann kürzer. 1,3 Kilometer kürzer, die Landebahn. Ich würde aber sagen, jetzt habe ich erstmal genug Introduction, Einleitung gegeben. Wir machen schon mal Fasten Your Seatbelts, was wir eigentlich nie gemacht haben. Wir machen mal Licht an. Schalter für Blitzlichter ein, das ist alles falsch. Logo-Lichter. Egal, das machen wir gleich, wenn wir los sind. Wir machen jetzt erstmal Einstellen Boden und ich hoffe, wir müssen nicht wechseln. Da, Fasten Your Seatbelts and no smoking, please. Runway Heading, ich habe 16.000 als angegebene Flughöhe, weil wir werden nicht weit fliegen. Ich habe Luftstraßen im oberen Luftraum, wie immer ausgewählt, das will ich eigentlich nicht. Ich will die Höhe auswählen. 12.000, ja, ein sehr vertrautes Flugzeug haben wir heute wieder letztes Mal. War es ja ein Flugzeug, das wir nicht oft geflogen sind. Die Boeing ist ja ein sehr vertrautes Flugzeug. Ich wollte eigentlich die von Flight Sim X nehmen, nur die hatte noch einen Fehler und deswegen kann ich die leider nicht benutzen. Wir werden auf jeden Fall heute keine Spritnot haben wie beim letzten Flug, obwohl es da ja eigentlich auch gar kein Problem jetzt so richtig war, weil wir konnten ja immer noch fliegen. Ich hatte auch heute habe ich mal reales Wetter eingestellt, die Klappen stellen wir mal auf 5, die Autobrakes auf RTO. Okay, wir stehen schon auf der richtigen Startbahn, das heißt wir können auch den Heading, den Steuerkurs auf 40 einstellen. Na scheiße, ich wollte eigentlich mit dem Airbus fliegen, aber egal, das machen wir dann mal anders. Fällt mir gerade ein, weil ich wollte eigentlich euch mit dem Airbus das erklären, aber naja gut. Wie man Rollfreigabe bestätigen, wir müssen ja eh hier starten, deswegen können wir gleich auf Venice, steht hier. Streckenfreigabe AFA anfordern, ist sonst alles eingestellt, die Klappen sind eingestellt, Bremsen ATO, das passt alles. Das stellt er automatisch ein Speed, das müssen wir nicht machen. Startloppen ist erteilt, ready to go, okay Leute, es geht los. Kann sein, dass dann Innsbruck schneit oder so, ich weiß nicht, weil es im Moment ist ja, bei mir, wenn ich es aufnehme, ist Dezember, ich weiß nicht, wann es jetzt hochgeladen wird, ob es dann vielleicht auch noch Dezember ist oder so. Auf jeden Fall ist im Moment bei mir Anfang Dezember und da könnte es eigentlich gut sein, dass es jetzt schneit in Innsbruck, aber wir werden mal sehen. So, das Fenster können wir erstmal schließen, alles ready, Feststellbremsen machen wir nochmal rein, weil man muss erstmal bis N140 beschleunigen, dann Feststellbremsen raus, voller Schub, nein, Schub ist... Wenn ich es richtig so habe. Und dann geben wir Gas. Eigentlich müsste ich auch ab 10.000 Fuß dann die Landescheinwerfer ausschalten. Das habe ich nie gemacht. Aber egal. So, da ist alles ready. Mal gucken, ob wir dann ILS dort machen können. Aber ich erzähle euch erstmal zuerst zum Venediger Flughafen, weil wir in der Luft sind. Wir werden wahrscheinlich auch nicht so schnelle Spielgeschwindigkeit machen müssen, weil der Flug ist relativ kurz. Venedig und Innsbruck, das ist ja nicht weit von einer Auto. Vielleicht 2-3 Stunden im Auto, mit dem Flugzeug, halbe Stunde, wenn überhaupt. Okay. Das ist Rotate, genau, rotieren. Wir steigen mit 20 Grad. Ich mache jetzt erstmal manuell ein bisschen, bis wir auf einer gewissen Höhe sind. Ich probiere den Kurs beizuhalten und warten mal auf weitere Anweisungen. Ja. Umschalten. Handoff bestätigen. Gear up.
Fahrwerk rein, also heißt es. Flaps. Klappen raus. Super, was schönes Wetter da in Venedig ist. Und schon vorbei. Was hat es jetzt? Hat es jetzt kurz geregnet? Da unten regnet es also in Venedig. Da haben sie ja schönes Wetter da unten. Wir drehen nach links, Kurs 290. Auf 12.000. Also ja, in Venedig, wunderschönes Wetter. Oh, Geschwindigkeit zu hoch, ja, das sieht man. Okay, ja, auf jeden Fall, jetzt ist da unten wieder die Wolke weg. Das Wetter kann sich hier noch nicht so richtig entscheiden, da hinten sind schon die Berge. Also es wird nicht lang dauern. Eben hat es kurz geregnet, ich habe ja hier das, in der Boeing, habe ich ja dieses Add-on, was ich mir kostenlos runterladen konnte, mit den Scheibenwischern, deswegen haben wir auch Regen auf der Scheibe gesehen. Und ja. Wenn wir jetzt erstmal auf richtigen... Jetzt ist das Wetter wieder anders. Also ich habe aktuelles Wetter ausgewählt. So soll es im Moment in Venedig aussehen. Jetzt bin ich aus Versehen auf die... Habe ich aus Versehen aufs Fenster geklickt. Das wollte ich eigentlich nicht. So. Wenn wir dann alles jetzt erstmal ordentlich haben. Die Bremsen müssen noch raus. Dann muss ich jetzt nochmal die Ansicht wechseln. Bremsen auf off. Ach, ich wüsste was. Ich stelle die schon mal auf 3, weil die Landebahn ist sehr kurz. Dazu komme ich gleich, wenn ich euch zu dem Flughafen, wo wir hinfliegen, erzähle. Gut, erstmal dazu zum Flughafen, wo wir jetzt gestartet sind. Der besitzt zwei Startlandebahnen, also einmal die 04R, von der wir gestartet sind. In die andere Richtung heißt die 22L und die 4L und die 22R. Wir sind eben auf 3,3 Kilometer Startbahn gestartet. Die andere besitzt 2,78 Kilometer. Wir stehen beide aus Asphalt, ja. Wie schon gesagt, dieser Code, der ICAO-Code ist LIPZ und auf Italienisch heißt der Flughafen Aeroporto di Venezia Tesera Marco Polo. Ja. Das ist der internationale Verkehrsflughafen der der italienischen Stadt Venedig. Er wurde nach dem Handelsreisenden Marco Polo benannt und fertigt im Jahr etwa 7 Millionen Passagiere ab. Ja, Venedig ist ja auch bekannt für das durch Venedig die ganzen Flüsse laufen und so. Im Großraum Venedig gibt es zudem hauptsächlich Billigfluggesellschaften genutzten Flughafen Treviso sowie den Flugplatz Venedig Lido für die allgemeine Luftfahrt. Ja, wir fliegen von dem Tesera aus, oder heißt Flughafen Venedig, Aeroporto di Venezia Tesera Marco Polo. Genau, Marco Polo hat er. Heißt er noch. Oder so heißt er doch jetzt. Hoffentlich fliegen wir von dem. Aber es sollte eins so sein. Ja, es gab ja auch 4R. So. Okay, dann Lage- und Verkehrsanbindung brauchen wir eigentlich nicht so. Fluggesellschaften und Ziele. Ja, EasyJet zum Beispiel fliegt dahin. Im deutschsprachigen Raum fliegt Lufthansa von Frankfurt, Hamburg, München nach Venedig, Air Berlin von Berlin, Tegel, Düsseldorf und Stuttgart. Ich bin auch schon mal nach Venedig geflogen. Ich weiß aber gar nicht mehr, mit wem ich jetzt dahin geflogen bin. Entweder Ryanair oder Air Berlin. Ich kann sein, dass ich von Stuttgart oder Düsseldorf dahin geflogen bin. Ausbaupläne. Naja, also zumindest der Flughafen ist ja eigentlich schon groß genug, finde ich. Für das von Venedig, ja. Kurz nochmal Instrumentencheck. 270 Knoten. Mache ich doch nochmal auf 280. Machen wir die Geschwindigkeit zweimal so schnell. Und ja. So, dann komme ich jetzt zu dem Flughafen, zu dem wir hinfliegen werden. Innsbruck. Das ist ein ziemlich, glaube ich, jetzt nicht so... Da dürfen Piloten, glaube ich, jetzt... Also, wäre meine Einschätzung, hinfliegen, die erst wirklich gute Flugerfahrung haben, denn Innsbruck ist nicht leicht anzufliegen. Das hat, glaube ich, auch ziemlich mit dem Wetter da was zu tun. Das liegt ja so mitten im Tal der Flughafen. Und, also ist vom Bergen halt umgeben. Wenn da schlechtes Wetter ist, kann das nicht so gut abziehen. Und die Landebahn ist auch relativ kurz. Besitzt nämlich nur 2 Kilometer. Wie gesagt, 1,3 Kilometer weniger. Der ECIA-Code ist LOWI, LOWI. Die Entfernung zum Stadtzentrum von Innsbruck ist 5 Kilometer.
Der Flughafen wurde 1948 eröffnet, hat ein Terminal. Im Jahr 2011 fast 1 Million Passagiere, also viel weniger als Venedig. Venedig hat ja 7 Millionen gehabt. Luftfracht 371 Tonnen und 13.505 Flugbewegung. Der Flughafen Innsbruck liegt im Westen von Innsbruck, etwa 5 Kilometer von der Stadtmitte entfernt, in der Höttinger Au. Er ist der größte Flughafen in Tirol und Westösterreich. Okay. Besonderheiten. Da ist nämlich der Anflug eine Besonderheit. Bahnsystem und Navigation. Also der hat einmal diese Lande-Startbahn-Besitzer nur eine Bahn, nämlich die 0826, also eine Richtung 08, die andere Richtung ist die 26. Scheiße, ich muss umstellen, das hätte mir einer mal sagen können. Jetzt wird er mich gleich umleiten. Wow, jetzt gehen wir aber ganz schön nach rechts. So, ich könnte eigentlich die Landescheinwerfer ausstellen, aber mache ich jetzt nicht, weil dann vergesse ich sie wieder anzuschalten. Aber ich mache das ja nichts, aber egal. Wenn ich es vergessen würde, wieder anzuschalten. So. Ah, jetzt muss ich mal ordentlich einstellen hier. Hallo, 16.000. Anweisung bestätigen würde ich gerne. So, okay, also, Bahnsystem, die sind halt, die ist 2 Kilometer lang. Der westlichen, was? Die Höhendifferenz zwischen östlichen und westlichen Aufsetzpunkt beträgt plus 5 Meter, das heißt, die Landebahn verläuft nicht ganz gerade auf einer Ebene. Bahnbelag ist Asphalt. Anscheinend steht hier jetzt was wegen Tragfähigkeit vom Asphalt. Anscheinend können die verschiedenen Asphalttypen, die es gibt, unterschiedlich starke Flugzeuge tragen. Der hier kann jetzt bis Gewichtsklasse von Boeing 767-200ER tragen. Die Bahn auch im Vollplan, die können die auch nutzen, der oberste. Oh, sorry, ja. Jetzt habe ich es gehört. Hier steht jetzt noch ein Satz, den ich euch nochmal vorlesen werde. Also ich habe das alles von Wikipedia. Da gibt es ja immer ganz gute Infos, ne? Erwähnt muss an dieser Stelle, dass an Innsbruck startende und landende Verkehrsflugzeuge, also manchmal auch, genau bestimmte minimale Leistungsanforderungen, das heißt, sie müssen bestimmte Leistungen erfüllen, High oder Special Performance gestellt werden. In beide Richtungen kann der Anflug der Bahn mittels ILS gestützt werden. Das 1918 eingeführte Verfahren weist aber einige bedeutsame Abweichung vom Standard aus. Also da muss man, das ist nicht das normale ILS, weil das Flugzeug kann nicht genau diesem Leitstand folgen wegen den Bergenhalter. Und deswegen hier einige Ausnahmen. Aus westlicher Richtung werden die Flugzeuge mit einem Steuerkursversatz von 5 Grad herangeführt, der in der Endphase korrigiert werden muss. Der Gleitpfad, auf dem das Flugzeug sinkt, ist gut 30% steiler als üblich. Also wir sinken, dann geht steiler runter das Flugzeug. Bei Anflügen aus Osten stellt das ILS einen solchen Gleitwegsender erst gar nicht zur Verfügung.